So, hier sind wir zurück mit neuer Action. Hoffen wir es. Wir schaffen es ja in dieser Folge sogar mal zu spielen. Aber jetzt. Erstmal bin ich dran, bevor ich irgendwie was falsch mache. Mit A werde ich doch aus. Ja, mit A springst du ins Menü. Und das kommt aus dem Munde, der mir in der letzten Folge gedroht hat, mich zu zerstören. Also erstmal kommt es ja darauf an, dass ich noch nie mit einem Dreamcast-Controller gespielt habe. Oh Gott, geht das jetzt schon los. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, bei mir ist 10 Jahre her, meine Güte. So, jetzt gucken wir erstmal. Natürlich werde ich eine Frau spielen. Gucken wir mal. Perfekt. Ich hätte es gedacht, dass du doch in Richtung adipös gehst. Ja, hatte ich auch vor. Aber das ist schon besser, auf jeden Fall. Okay. Skinhead. Wieder mal, ja, auf jeden Fall ein bisschen unterfüttert. So, aber ne, ripped auf jeden Fall. Fett and ripped. Stichpunkt-Thema Außenwirkung, Philipp. Wie wirken wir jetzt wieder? Was denn? Ja, was denn? Das ist die richtige Frage. Ich weiß es nicht. Ein bisschen käsig die Haut, finde ich auch gut. Was ist das denn? Big Mama. Matsche. Ja. Ich fände es geil, wenn man unten die Farbtöne auch selber einstellen könnte. Aber er zeigt einem ja echt nur so eine... Ach, geht das nicht? Ich habe zumindest gerade nicht gewusst, wie. Gibt es hier denn noch grün oder so? Deswegen, ja, ich wollte auch gerne... Irgendwie einen Hulk oder so machen, wäre ganz witzig eigentlich. Aber auch so hat sie doch schon was. Hat sie was für dich? Ja. Findest du schon gut? Komm, Schweinchen. Piep, piep, piep. Jeden Morgen. Wir hatten mal eine dicke Lehrerin, Englischlehrerin, da haben wir uns auch immer vorgestellt, wie sie morgens dank eines Lastkrans tatsächlich doch noch aus dem Schlafzimmer ins Auto bugsiert wird. Die ist auch immer dann, also ihr Mann hat sie zur Schule gefahren und sie saß auf dem Beifahrersitz und das war jetzt so ein Kleinwagen und sie lag quasi immer so drin. Sie kam dann immer so liegend an, stieg dann aus, direkt vor dem Gebäude und hat sich dann rausgewuchtet. Und das, bei der hat das wirklich gepasst. Und deswegen muss ich da immer dieses LKW-Piepen denken. Sieht aber sehr aggressiv aus, ne? Ja, die kommt ja um zu gewinnen, ne? Die hat sie ja auf den Fickex abgesehen. Ich glaube eher, da hätte die WWF, wenn es die damals gegeben hätte, eine krasse Romance zubauen können. Zwischen den beiden? Ja. Also ich, wenn du jetzt nicht noch den Mund und die Haare änderst, dann ist es wirklich Mutter und Kind, ne? Oh ja, yeah, das ist doch schon mal... Okay. Roseanne. Ich habe Roseanne gern... Oh, ich habe Roseanne gern geguckt, aber... Aber mich hat das irgendwie nie gekriegt. Die ist halt voll die... ich mag ja diesen White Trash Kram, aber die ist halt... Also ist ja nicht White Trash, sondern White Poverty. Aber die war ja in echt einfach voll die sehr, sehr böse Person. Echt? Inwiefern? Ja, die war eine richtige Männerhasserin, auch heute noch, und hat da am Set auch rumgeschrien, sich herrisch gegeben, also die war ganz, ganz, ganz krass drauf. Und ich überlege gerade, ob das Chuck Lorre ist oder Ken Levine. Einer von den beiden war bei der nicht am Set ein Autor, ein kleiner, hat da angefangen. Okay, krass. Und den hat sie dann vor 2, 3 Jahren auch dann attackiert, verbal, und dann hat er sie fertig gemacht, das war sehr witzig. Also gut fertig gemacht? Ja, er hat sie gut fertig gemacht, ja. Mm. Lecker. Hallo, meine Lieben. Was ist das? Ich habe Spaghetti Bolognese gemacht. Dein Lieblingsessen. Und mein Kopf ist dein Teller. Komm, iss. Was für ein Quer-Afro. Big Hair. Hab was vom Joker gerade gehabt, finde ich. Ja, stimmt, das Lächeln auch, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich nehme die Bangs. Was denn davon? Bang, bang, bang. Bang die Bang. Ich finde die Spaghetti-Frisur schon, die gibt was her. Ne? Ja, ja. Finde ich auch. Die vergibte, also verdorbene Spaghetti-Frisur. Aber man sieht dann die bösen Augen halt nicht mehr so. Aber kriegt die doch irgendwie einen Helm, wäre eigentlich gut. Oh Mann, ey, ist das...
Wie viel Spaß die Designer damit gehabt haben müssen. Ja, vor allen Dingen immer auch auf die neuen Ideen jetzt mal kommen, ne? Perfekt. Hast du meine alten Windeln mitgebracht? Ich weiß nicht, wo sind meine Unterhosen geblieben? Ich bin ja schon sehr auf den Namen gespannt, den du... Cool. Den du diesem... Ja, warum kommen denn die? Graziösen Wrestling. Ich glaube, ich kann keine Sunglasses daneben. Oh. Wahrscheinlich wegen... Weil nur ein Accessory auf einmal, sonst ist der RAM überladen. Wahrscheinlich. Oder man kann einfach nicht über einer Unterhose auch noch eine Brille tragen. Das wäre ja sehr lächerlich. Du kommst ja nicht hinter die Ohren, das macht doch sogar Sinn. So, ich finde ja, dass das Kopf-, also Head-Size-, Body-Size-Verhältnis ist ganz ungewöhnlich bei dieser Person. Hm. Wieso? Vielleicht gibt das ein bisschen zu viel Hautpreis. Oh Gott. Was denn? Du meinst wohl zu wenig. Gibst du bei der nicht auch oberkörperfrei? Alle. Ja, natürlich, hier nimmt man erstmal Nan. Das ist schon mal. Aber jetzt gehen wir dann nochmal zu den Women Shirts. Oh. Geil. Ich gebe auf. Perfekt. Das reicht schon. Elbow Pads und so brauche ich nicht, Accessories brauche ich auch nicht. So, Panties. Was hattest du da? Plain? Ich hatte, Plain meine ich, ja. Nee, ich hatte keine Pants, ich hatte Shorts. Ach so, okay. Ja, und da habe ich dann Denim genommen. Ja, muss ja weg. Ja, fertig. nein, warte. Oh ja. Perfekt. Hä? Ich glaube, die Bälle sind unter dem Kopf wahrscheinlich, unter dem Bauch. Ja, unter dieser Fettrolle verborgen. Es tut mir leid, Philipp. Kein Problem, ich komme auch ohne Belt aus. Das erinnert mich an Sherlock Holmes, weißt du? Dann hast du da so ein Spike-Belt und gräbst in dir deine eigene Haut und tötet sich aus Versehen. Musst du aufpassen. Was? Wie? Nochmal? Wo? Egal. Ich will dich jetzt auch nicht spoilern. Ich weiß nicht, ob du die Sherlock-Serie verfolgst. Doch, habe ich alles gesehen. Achso. Die Folge mit dem... Ich habe nur gerade nicht richtig zugehört. Ja, das kenne ich auch. Die Folge, in der deine Mutter im Ring zu Gründe gerichtet wird vom Fick-Express. Oh, Sandalen, ja. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Geh doch mal auf Random, was dann passiert. Mal gucken. Ach, jetzt weiß ich, was das ist. Du hast das Mom-Tattoo noch drauf. Nee, ja, stimmt. Aber es passt ja zu dir. Dann haben wir wenigstens eine Gemeinsamkeit. Ja. So. Du hast es als du mich aus deinem Körper presstest, weiter vererbt. Also, die Mad Skills kommen erstmal runter. Eine Menge Charisma, weil man ist ja eine gute Seele dann, ne? Ich schätze mal, mehr Charisma bedeutet wahrscheinlich mehr Hilfe aus dem Publikum, aber ich brauche die Crowd nicht auf meiner Seite, um dich zu zerstören. So, ich habe gerade erst gedacht, mich richtig langsam zu machen, aber ich will ja gewinnen. So. Godzilla. Wie nennst du sie, Jan Leier? Wirst du ja jetzt sehen. Hoffentlich geht das so lang. Leute, wenn ihr wisst, was es ist, schreibt in die Kommentare, liked und subscribed unter dieses Video. Ja. Und zwar jetzt, wenn ihr es später macht, wenn man den Namen schon sehen kann, dann habt ihr verloren. Ich glaube, es wird... Ich hätte jetzt Henriette getippt. Hätte ich daneben gelegen. Dieser Nervenkitzel ist ja unerträglich. Übrigens, ich finde es eigentlich ganz geil, dass da oben die ganze Zeit diese Waveform durchläuft. Stimmt. So eine Art, das ist hier quasi unser Labor, in dem wir jetzt das Wesen zusammensetzen, Frankenstein-Style. Henrietta van... Henrietta van Sexy. Henrietta van Sexy. Meine Güte. Alias... Aber zu sexy ist vergeben. Es ist Biohazard. Ja, so. wenn da mal nicht der Name Programm ist, dann weiß ich auch nicht. So, wo muss ich jetzt? Mach mal B1.
Also die zweite Karte, das müsste dann die vom anderen Pad sein. Dann File Name, wieder einfach. Genau, so. Einfach mach auch einen anderen, mach mal BB oder so, dann wissen wir. Ja. Und jetzt noch seinen Wrestlernamen speichern. Und ich hoffe mal, dass wir dann gleich. Wo jetzt dann File. Genau, nochmal auf A drücken. Das kannst du den Namen speichern. Ich hoffe mal, dass wir, also kannst du eine Abkürzung machen, dass wir dann uns dann gleich einfach auswählen können. Ist schon mal komisch, dass man auf jeden Fall jetzt in diesem Menü nur mit dem Pad, das im Steckplatz einsteckt, arbeiten kann. Echt? Ja, also deins geht ja gerade nicht. Stimmt. Da müssen wir noch gucken, was passiert. Hm. So, jetzt perfekt. Reiße ich es dir aus den Händen. Ich glaube, wir haben nicht noch 5 Minuten Zeit und können ein Testmatch wagen. Ein Testmatch vielleicht wagen, ja. So. Zwei Player versus natürlich. Auf jeden Fall. So, jetzt ist die Frage, wo kann man... Ah, Mankind hieß der, genau. Der Typ, kennst du den noch? Das war so ein Verrückter, in Anführungsstrichen, halt mit so einer Ledermaske. Und der hatte immer, ich glaube, sein Special Move war, dass er seinen vollgeschwitzten, dreckigen Socken ausgezogen hat, den sich auf der Hand gestülpt hat und damit dann dem Gegner irgendwie im Gesicht rumgefummelt hat. Und der hieß Mr. Socko dann. Lecker. Mhm. Kann man so machen, ne? Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wo sind unsere Leute verborgen? Hier. Custom. Nach rechts einmal drücken. Ja, perfekt. Das ist schon mal meine. Ja, aber wie... Kannst du nach rechts noch weitergehen? Nee. Warte, jetzt. Jetzt. Ah, okay. Yes. So, nochmal die Web-Options. Match-Options einstellen. Ich bin schon ein bisschen nervös, ja, muss ich sagen. Match. Mad Skills auf jeden Fall ganz nach oben stellen. Ja. Falls Anywhere. Oh, mach Cage-Match. Obwohl, nee, das machen wir nächste Folge. Jetzt machen wir erstmal normal. Win Modifiers brauchen wir nicht, ne? Ja, start einfach. Wir legen einfach mal los. Ja. Mach Time Limit, kannst du auf 5 Minuten eben machen. Ach so, ich hab. Egal. So, los geht's. Hoffen wir mal, dass das Spiel jetzt nicht verkackt, sonst haben wir euch gezeigt, wie man in diesem grandiosen Spiel eine Figur erstellen kann. Was ja eigentlich schon die halbe Miete ist. Ja, tatsächlich, ja. Oh yeah! Austin. Nice, Bro. Ich bin so geil. Ich laufe durch die Treppe. Ja. Aber es von James Day's Topmodel vom Laufsteg. Ja, du läufst ja, als wärst du jetzt schon verletzt. Aua. Aber wir haben wahrscheinlich den gleichen Einlauf jetzt. Stimmt, du hast die Musik nicht geändert. Mhm. Da kommt wahrscheinlich kaum Jubel jetzt. Ja. Weil ich sehr unbeliebt bin, wir wissen es ja. Nee, generell ist da, die Soundeffekte sind nicht so vorhanden, wa? Ja. Ja, soll ich mal unterbrechen, oder? Ja, aber meinen will ich auch noch sehen. Ich hoffe, du, ich hoffe, oh nein, es tut mir leid. Es kommt mir vor, als ob ich gegen Godzilla kämpfe. Komm her, hä? Hast du meine Unterhose gesehen? Hast du meine Unterhose gesehen? Was ist aber jetzt da? Voll die Eier. Ich hab keine. Ich bin kein Mann. Oh. Ich. Was war da? Ich weiß nicht, wie man läuft hier. Du brichst mir den Arm, wenn du so weitermachst. Darum geht's ja. Mach ich jetzt was Gutes, ja, oder du? Ich hab grad, glaube ich, Energie verloren. Oh, ich bin... Ich war dizzy. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Ich drück, das könnte doch eine Szene aus Dirty Dancing. Hey, guck mal, wie ich hier... Hä, warum kann ich denn nicht laufen einfach? Wieso bist du jetzt so fertig? Wegen so einer Scheiße. Also wir haben ja oben so eine Stunnima-Leiste unter unserer... Ich hab keinen. Warum läuft die denn nicht und macht nur seitwärts? Bam!
Yes! One! Das wäre jetzt gewesen. Ich dachte schon, ich hätte gewonnen. Ich habe keine Ahnung, was. Oh, du bist schon rot. Ich sag ja, ich mach dich fertig. Wo ist meine Unterhose? Wie kann ich denn blocken zum Beispiel? Komm schon her! Oh! Nein, wieso hast du mich denn genommen? Oh, fuck! Oh ja, komm her! Nein! She's not getting up! She's falling and she can't get up! Aua! Aua! Wieso kriegst du mich da dann immer? Weil ich einfach die besseren Kombos drauf hab. Oh, was war das denn? Das war ein Close-Line, glaube ich, oder? It's over. Stop her. Nein. Okay, aber so langsam weiß ich ein paar Sachen wenigstens. Aber das bringt mir gerade trotzdem nichts. Nein! Lock together! Ich verstehe das nicht. Nein, nein, das wär's gewesen. Hä? Get back in there. Du darfst nicht. Du hast noch 10 Sekunden, dann hab ich gewonnen. Shut off the ropes. Off the ropes. Hä? Ich verstehe das Spiel. Ich verstehe das. Stick boys, take it to the outside. Hä, warum? Ich gerade gar nichts. Ich verstehe das auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich da rausgehe. Ich verstehe nicht, warum ich wieder rausgehe. Coming off the ropes. Komm schon, steig doch. Ich verstehe die Steuerung nicht. Ich verstehe die Steuerung überhaupt nicht. Hä, wieso tust du das? Manchmal macht die was, wenn ich einen Knopf drücke, und dann wieder nicht. Das ist die beste Steuerung, die ich jemals gesehen habe. Wieso gewinnst du da immer? Ja, ich bin jetzt tot. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh, du hast ein bisschen Energie wieder gekriegt. Ja, man hat ja Regeneration, du hast ja gerade auch welche bekommen. Bitch slap. Natürlich gewinnst du wieder. Oh yes! They hook up. Ja, endlich. Biohazard just too quick. Biohazard just too quick auf jeden Fall. Stimmt, ich hä? Ja, komm her. Wie kann ich denn finishen? Was ist denn die Finishing-Taste? Du hast das gerade gemacht. Eigentlich mit dem Greifen, aber seitdem macht die das auch nicht mehr. Was ist Greifen? W, glaube ich. Ja! Nein! Oh, fuck. Dafür sind meine Metskills zu krass. Stimmt. Komm schon! Ich bin zu langsam für dich. Komm schon! Oh nein! Komm schon, komm schon! Löse mich doch einfach mal. Oh, ich bin tot, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich würde dich gerne lösen, aber. Can I get a witness on that? Good night. Trouble's brewing, Shane. Vielleicht gewinne ich ja doch noch. Bam! Ja, komm, komm! Das ist unmenschlich! Und. Die Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab. Yes! Nein, 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 die Zeit ist ab. Nein, ich hab dreimal. Ich hab gewonnen. In your face, Jan. In your face. Das ist ja sowas von unverdient. Ich hab dich penetriert, dich fertig gemacht.
Ja, aber es geht ja auch um die Ausdauer, Jan. Und da war ich anscheinend besser. Wenn ich wüsste, wie man dich greifen kann, wäre es was anderes. Egal, wir sind jetzt am Ende der Folge, wir haben schon überzogen, Leute. Es tut mir leid. Aber das Spiel nimmt einfach. Ja, aber verdient. Also dafür hat es sich ja gelohnt, einfach mir dabei zuzusehen, wie ich einfach der Bessere bin. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im Cage One-on-One. Oh yeah! Bis dann!